des uns befinden. Ich darf unseren heutigen Festredner, Herrn Universitätsprofessor Dr. Wilhelm Brauneder, herzlich willkommen heißen. Er ist ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet dieser Zeit vor 100 Jahren, wo der Erste Weltkrieg begonnen hat, der eine wesentliche Rolle für unser Problem darstellt. Herzlich willkommen. Weiters darf ich begrüßen unseren alten Freund, Bundesminister außer Dienst, Dr. Harald Ofner. Herzlich willkommen, der zweite Präsident des Wiener Landtages, Johann Herzog. Er ist in Znaim geboren. Weiters darf ich begrüßen von den Landtagsabgeordneten und Gemeinderäten, von den freiheitlichen Landtagsabgeordneten Wolfgang Irschig aus Floridsdorf, Landtagsabgeordneten Kommissarrat Ingenieur Magister Bernhard Dvorak von der ÖVP und unseren alten Freund Landtagsabgeordneten AD Volkmar Hannes Haranek. Herzlich willkommen. Von der Geistlichkeit darf ich begrüßen Domdekan Konsistorialrat heißt es, ja. Prälat Karl Rühringer von St. Stephan. Auch ein lieber südmährischer Landsmann. Und dann den Schlesier, Professor Dr. Pater Bernhard Demel vom Deutschen Orden. Herzlich willkommen. Seit einigen Zeit hat er ein besonderes Markenzeichen, wo er sich kenntlich macht. Ich darf herzlichst begrüßen den Vorsitzenden des Dachverbandes der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs, Ingenieur Rudolf Reimann mit seiner Edith. Herzlich willkommen. Das ist der zweite. An den Farben kann man sie unterscheiden. Und in Begleitung sind Sie da mit unserem Generalsekretär des VLÖ, Altabgeordneten Norbert Kapeller. Herzlich willkommen. Weiters darf ich begrüßen, jetzt geht es ein bisschen durcheinander, teilweise sind das eben Vereine des VLÖ, das sind die Siebenbürger Sachsen, sind durch Magister Ludwig Nistelberger vertreten. Herzlich willkommen. Frau Lore Beugner von den Schwaben, Banater Schwaben, sie naht auch schon. Dann von den Donauschwaben ist auch Josef Wagner gekommen. Herzlich willkommen. Ich darf dann von den befreundeten Verbänden begrüßen, von der österreichischen Landsmannschaft den Obmann Karl Katari und Franz Schachinger. Herzlich willkommen. Weiters begrüße ich vom neuen DIUB Ministerrat Herbert Knaute. Herzlich willkommen. Von weiter angereist ist unser alter Freund Dr. Johann Janicek mit seiner Frau Edda aus der grünen Steiermark. Er ist dort sehr tätig in Zusammenarbeit mit den Zornsteinern, mit Vorträgen in der Universitätsstadt Leoben. Weiters begrüße ich herzlich unseren alten südmährischen Freund, das ist der Dr. Manfred Frey, Präsident in Ruhe der Finanzlandesdirektion Wien, Niederösterreich und Burgenland. Herzlich willkommen. Seine Bruder, Kommissarrat Erhard Frey,
begrüße Sie besonders herzlich, denn er hat sich wieder um die Gestaltung dieser Stunde sehr bemüht mit seinen Verwandten und Bekannten. Ich darf noch herzlich begrüßen den Bezirksvorsteher Stellvertreter außer Dienst, Bernd Zeisel. Er war einmal in Favoriten tätig. Und Stadtrat außer Dienst, Diplom-Ingenieur Franz Lebet aus unserer Patenstadt Klosterneuburg. Herzlich willkommen. Dann aus Lahn der Theier vom Südmährischen Museum ist der stellvertretende Obmann Josef Ofner mit dem Mitarbeiter des Museums, Professor Helmut Bitsch, zu uns gekommen. Ich herzlich auch willkommen heiße. Ich danke den Fahnenabordnungen herzlichst unter der Führung von Pepe Mort und darf vor allem auch den Studentenverbindungen der Zornsteiner und der Sudetia herzlich danken, dass sie in Wix gekommen sind. Grußworte haben gesendet, wie jedes Jahr.